Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. So, wir sind immer noch auf der Suche nach dem Samuels und da ist eine Kamera, das gefällt mir nicht. Hoffentlich. Ah, ich sehe schon eine Neuverkabelung dahinter. Hoffentlich klappt das. Hier ist kein Android drin, oder? Nein. Oh, subkutane Impfpistole, perfekt. Sonst ist hier nichts zu finden außer einem Lüftungsschacht, den ich bereits vom Guide kenne, denn dort muss ich einsteigen, um einen einigermaßen gut versteckten Ausweis zu finden. So, Kamerafeed wird erst einmal deaktiviert. Why? Nein, 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 nein. Okay, scheiß drauf, ich gehe hier rein. Ja, halt die Fresse. Okay. So, jetzt muss ich hier ganz weit durch den Lüftungsschacht laufen. Das wird eine kleine, schöne Reise. Oh, ich sehe jetzt auch gerade, Medikit ist vonnöten. So. Kann ich mir direkt ein neues herstellen? Yep. So. Oh. Warum ist diese Kamera noch aktiv? Wird die mich erkennen, wenn ich in dem Lüftungsschacht bin? Oder bin ich gerade so im toten Winkel? Okay, hier kann ich auch rein. Ah, und hier könnte ich auch wieder raussteigen, okay. So. Könnte auch eine Möglichkeit sein, mich zu verstecken, bis die Kamera vorbeigezogen ist. Ah, da geht's eh nicht lang. Gut. Ah, oh. So, neue Batterie einsetzen. Ah, hier ist wieder ein kleiner Seitenweg. Dann warte ich wieder, bis die Kamera vorbeizieht und schlüpfe dann durch. Ich meine, keine Ahnung, ob sie mich tatsächlich hier drin erkennen kann, aber sicher ist sicher. Das Letzte, was ich will, ist, dass der Piepton irgendwelche Aufmerksamkeit erregt. Auch Mist. Okay, das ist schlecht. Okay, ich habe keine andere Wahl. Ah, tatsächlich. Kein Piepton. Ausweiskarte, da ist sie. Na, endlich. So, das bedeutet, wenn ich nur schön ganz nah dran. An der Wand bleibe, werde ich nicht von der Kamera erfasst. Okay. Die Räume hier, die sehen ja echt alle gleich aus. Lass mich raten, hier sind überall solche Androiden platziert. Irgendeiner läuft zwei Räume weiter noch durch die Gegend, bin ich mir sicher. Hier sollte die Kamera doch auch, ja, abzuschalten sein. Perfekt. Oh, ich dachte schon, einer der Androiden gibt irgendwas von sich. Gut. In dem Raum kann ich keinen von denen gebrauchen. So, die Kapsel und das unfertige V. So. Okay, wo befinde ich mich denn jetzt? Ach du liebe Zeit. Ist das Samuels? Ist er das? Er steht zumindest an der Scheibe und hat mich wahrscheinlich schon gesehen. Oder? Ripley, guten
dass sie es in einem Stück geschafft Jesus. Haben. Apollos Sicherheitsperimeter wurde so eingerichtet, dass nur Sixen-Synthesen auf ihn zugreifen können. Okay. Hören Sie mir zu. Ich werde etwas Drastisches unternehmen müssen, wenn wir Apollo wieder verbinden wollen. Okay. Und das wäre... Warum sagt Ripley nichts? Ja, die hier ist ganz eindeutig hin. Das ist klar. Ja, der einzige Weg, der mir noch bleibt, ist der hier. Ach so, also die Androiden... Wow. Okay, die Androiden laufen deshalb amok, weil sie von Apollo abgekoppelt worden sind? Verstehe ich das richtig? Apollo ist also abgeschaltet worden? Warte mal, da konnte ich mit irgendwas interagieren. Nee, doch nicht. Dafür muss erst der Strom wieder eingeschaltet werden. Ich werde die Neuformatierungskammer benutzen. Das ist der einzige Weg. Ich musste Strom aus dem Bereich umleiten, damit ich das versuchen kann. Okay. Ohne Scheiß, dass Ripley einfach nur schweigt, das beunruhigt mich jetzt leicht. Ah, ein bisschen Schrott. Und ich darf wieder speichern. Kommt jetzt eine Cutscene oder sowas? Die Wiedervereinigung mit Samuels. Hallo? Sam? Sam? Samuels, das ist zu gefährlich. Ja, viel zu gefährlich. Wünschen Sie mir Glück. Samuels, och, nee. Nein! Scheiße, kann ich irgendwas dagegen machen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich habe zumindest kein Ziel, keine Möglichkeit, irgendwas zu tun. Ich kann nur zusehen, scheinbar. Apollo-Verbindung eingeleitet. Apollo-Infizierung wurde beseitigt. Die Kreatur ist nicht mehr an Bord. Die Station ist sicher. Erbitte Aufhebung aller Gefahreneindämmungsmaßnahmen. Warnung. Unbefugte Verbindung. Ripley, Apollo weist mich zurück. Das könnte zum Problem werden. No shit! Apollo versucht, mich vom Verbinden abzuhalten. Oh nein! Amanda! Sie müssen das System manuell abschalten! Bitte! Wie? Scheiße! Samuels, ich werde es versuchen! Halt! Sie müssen es in der richtigen Reihenfolge tun, oder es entsteht eine Kaskade, die tödlich für mich ist! Okay, schnell! Sag mir die Reihenfolge! Zu. Lösen Sie das rote Kabel zuerst! Das rote? Okay, zuerst rot! Okay. Ist das hier das Rote? Oh, Alter, ich kann gar keine Taschenlampe mehr benutzen. Das ist mies. Das hier muss rot sein. Komm. Ah. Komm schon. Rot erledigt. Okay. Als nächstes brauchen wir ein blaues Kabel. Blau, blau. Das hier. Ja. Ich sehe es. Ich verfolge es. Ist das hier. Gut. Komm schon. Blau erledigt. Was jetzt? Ich hab's. Blau getrennt. Was jetzt? Ich kann nicht auf die Schaltpläne zugreifen. Apollo macht es mir nicht leicht. Welches Kabel? Ich brauche das nächste, Samuels. Was? Was ist da los, Ripley? Die Notfallbeleuchtung ist angesprungen. Ich kann die Kabelfarben nicht erkennen. Sie müssen mich anweisen. Das nächste ist an eine Steckdose angeschlossen. In der Nähe einer umgeworfenen Tragbarke. Steckdose, umgeworfene Tragbare. Die hier. Okay. Ja. So, erledigt. Gefunden. Okay, gut. Nur noch zwei, Ripley. Suchen Sie nach einer geöffneten roten
Platte, neben einem deaktivierten Androiden. Die hier? Das hier hat zwar auch eine Bodenplatte, aber keinen Androiden. Okay, dann muss es das hier sein. Hab's gefunden, Samuels! Jetzt nur noch eins, Ripley! Okay, das sollte einfach sein. Bam, das ist das Einzige, was übrig ist. So, geschafft? Geschafft? Er scheint noch am Leben zu sein, gerade so. Oder? Alter! Samuels, Sie sterben. Sie tun so, als hätte ich je ein echtes Leben gehabt. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Samuel. Der Apollo-Transit ist offen. Sobald Sie im Kern sind, wird er mit Ihnen sprechen. Was haben Sie für mich getan? Ich wollte, dass Amanda Ripley endlich einen Schlussstrich ziehen kann. Oh. Alter. Und die ganze Zeit rede ich ab und zu, also nicht die ganze Zeit, aber ich habe einige Male schon drüber geredet, dass Samuels Ricardo, am wahrscheinlichsten... Wenn Sie da sind, nehmen Sie ab. Ich bin hier. Ricardo? Bin hier. Ah. Tut mir leid. Samuels hat es nicht geschafft. Verdammt. Er hat den Apollo-Transit für mich geöffnet. Ich werde direkt dorthin gehen und Apollo beauftragen, die Abriegelung aufzuheben. Okay. Eieiei. Muss ich dafür jetzt geradeaus? Nee, ich muss zurück. Oh. Ach so, da ist gar kein Weg. Eieiei. Ey, ich habe ab und zu davon geredet, ja, Samuels ist höchstwahrscheinlich ein Android und er wird uns höchstwahrscheinlich verraten. Er war ein Android, scheinbar wurde kein großes Geheimnis draus gemacht. Alle wussten darüber scheinbar Bescheid. Und am Ende hat er sogar die ganze Zeit für uns gearbeitet. Er hat scheinbar all diese Androiden abgeschlachtet. Was fucking badass ist. Also Props dafür. Ich gehe stark davon aus, dass er es gewesen ist. Denn wir haben ja gesehen, dass Alien hat sämtliche Androiden in Ruhe gelassen, dem es über den Weg gelaufen ist. Also das kann nur Samuels gewesen sein. Also von daher Props an dich, mein Freund. Und dann bringt er auch noch so ein großes Opfer, nur damit ich quasi eine Audienz bei Apollo habe. Alter... Der Arme. Ich habe ihm die ganze Zeit über Unrecht getan, das ganze Spiel über. Ja. Jetzt hat Amanda tatsächlich ein Mitglied ihrer Crew verloren, den Samuels. Scheiße. Ach, wie die Arme, wie... Die klang wirklich am Boden zerstört. Soll ich die Samuels, die sterben? Oh Mann, ey. Das hat mir schon eine Träne ins Auge getrieben. Auch wenn er ein Synthet war, aber... Ihr habt ja gesehen, was der für uns getan hat. Scheiße. Einfach ein krasser Typ. Und dafür halte ich seinen Namen auf jeden Fall in allen Ehren. Respekt. Finde ich schön, dass sie einen Androiden erschaffen haben, der so etwas für einen getan hat. Krass. Krasse Sache. In diesem Spiel ist, finde ich, super. Der sich tatsächlich für uns geopfert hat am Ende. Weil es das Letzte ist, was er quasi noch tun konnte. Oh Mann. Wo auch immer sie jetzt sein mögen, Samuels, ich salutiere vor ihnen. Davon abgesehen, das habe ich das ganze Spiel über nie erwähnt, aber... Ich glaube, ich sollte per Lüftungsschacht wieder zurücklaufen. Vorsichtshalber. So.
Der erste, das habe ich ja die ganze Zeit über eigentlich schon gedacht, als ich den Namen von Samuels gehört habe, habe aber nie was dazu gesagt. Der allererste Charakter, den ich mir bei World of Warcraft erstellt habe, was schon über ein Jahrzehnt her ist, den habe ich tatsächlich Samuels getauft. Eigentlich wollte ich ihn Samuel nennen, aber das hat nicht funktioniert. Dann habe ich Samuels eingegeben und das war, der Charaktername war scheinbar noch frei. Was mich leicht gewundert hat, aber naja, ich wollte es nicht hinterfragen. Ja. Und das war am Ende dann auch mein Main Character. Das war ein menschlicher Paladin, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich habe immer eine DD-Klasse gespielt. Hat mir immer Spaß gemacht. Aber ja, mit der Zeit bin ich zum Glück von WoW losgekommen. So, wo ist jetzt dieser Android? Wo ist er? Oh, der geht komplett zur anderen Seite. Okay, ja, umso besser. Tschüss. So. Perfekt. So. Das wäre dann wohl erledigt. Ah, Samuels. Oh, ich muss zur anderen Seite. Leuchtet deshalb diese Platte so komisch? Nö, tut sie nicht. Hä? Nehmen Sie den Privattransit zum Apollo-Kern. Welchen Privattransit? Oh, ich muss wieder nach unten, oder was? Oh. Okay. Hoffentlich funktioniert der Aufzug jetzt wieder, nicht dass ich wieder diese Kletterei durchmachen muss. Der Strom dürfte ja eigentlich... Ich habe hier gerade was gefunden, eine Tonaufnahme. Das müssen Sie sich anhören. Okay. Spielen Sie sie ab, Ricardo. Sie sind Marlow, oder? Ja. Ich bin Taylor, Sektorleiterin Wayne und Yutani. Oh, eins von den Montierenden. Nicht einfach irgendein Mädel mit Trennungstrauma. Halten Sie Ripley heraus. Sie will nur endlich mit der Sache abschließen. Ich kümmere mich um Wayne und Yutani-Angelegenheiten. Wait, what? Und ich kümmere mich darum, aus dieser verdammten Zelle zu kommen. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Alter! Vielleicht. Dieses Gespräch wird aufgezeichnet. Das ist Ihnen klar? Habe ich gesehen. Das rote Licht blinkt. Ich brauche Daten. Die Koordinaten des Planetoiden, auf dem Sie das Wrack gefunden haben. Alles, was Sie bezüglich des Ursprungs des Organismus haben. Oh nein. Die kann ich Ihnen geben. Und einen Weg runter von dieser Station. Sie müssen mich nur hier rauslassen. Oh nein. Dem kann ich möglicherweise zustimmen. Was zum Teufel? Taylor, lassen Sie mich aus dieser Zelle raus, sofort! Lassen Sie mich raus! Oh. Ich hab's gehört. Hat Taylor jemals... Taylor hat uns niemals gesagt, dass sie ein hohes Tier von Wayland Yutani ist. Oh nein. Und sie will ist diejenige, die Informationen über das Alien, über den Xenomorph machen will. Oh nein. Oh. Das war wahrscheinlich die Intention von dem Spiel. Weil Taylor diejenige ist, die verwundet worden ist. Und weil Samuels derjenige ist, der zuerst als Synthet oder als Android verdächtigt wurde, anschließend sich als einer herausgestellt hat und auch noch ausgerechnet dann bei diesem Androiden-Kontrollzentrum gewesen ist, als die Androiden angefangen haben anzugreifen, alles sprach quasi gegen ihn. Und dann war er der treueste Kumpel, den man sich hätte vorstellen können, während da in Wirklichkeit die Taylor von Anfang an dabei war. Oh, scheiße. Ich meine aber, ey, sie hat gesagt, halten Sie Ripley da raus. Keine Ahnung, inwiefern ihr etwas an Ripleys Leben liegt. Keine Ahnung.
Vielleicht ist sie ja nicht ganz skrupellos, hoffe ich. Ach, Mann. Verdammt nochmal. Und sie ist wahrscheinlich diejenige, die den Mistkerl aus seiner Zelle gelassen hat. Und der läuft jetzt hier, weiß Gott wo, herum. Apollo. Upsala. Und Privattransit verfügbar. Hier einsteigen für Apollo Kern. Krass. Das ist das letzte Geschenk von Samuels an uns. Oh Mann. Eigentlich hätte mir Samuels einfach nur deshalb sympathisch sein müssen, weil er fucking nochmal genauso heißt wie mein Main-Character aus WoW. Ich hätte ihm mehr vertrauen sollen. Und mit Taylor habe ich Mitleid gehabt, weil sie eben verwundet gewesen ist. Aber wie gesagt, sie ist zwar an diesen Informationen interessiert, aber ich hoffe einfach mal, dass sie wenigstens nicht so skrupellos ist, keine Ahnung, uns hier alle zurückzulassen, nur damit sie mit den Informationen abhauen kann. Verdammte Axt! Als hätte Dead Space... Also, kleiner Spoiler für all diejenigen, die Dead Space 1 noch nie gespielt haben. Die können jetzt gerne skippen. Die können jetzt die nächsten 20 Sekunden vorsichtshalber skippen, weil ich werde jetzt Dead Space 1 spoilern. In Dead Space 1, da war es auch die Frau von der Crew, die einen verraten hat. Und der Mann war derjenige, der die ganze Zeit treu gewesen ist. Und das, obwohl der Mann ab und zu Zweifel aufgeworfen hat und die Frau war am Ende tatsächlich diejenige, die man hätte verdächtigen sollen. So. Okay. Zum Apollo-Kern. Okay, gehen Sie zum Apollo-Kern. Oh, und ich bekomme die Trophäe Synthetic Solution. Damit hätte ich wohl ein weiteres Kapitel abgeschlossen und komme jetzt in Kapitel 13 an. Gehe ich stark von aus. Oh Mann. Okay. So, ich gucke schon einmal auf den Guide in der Zwischenzeit, was die ersten sammelbaren Gegenstände von diesem Kapitel sind. Mhm. Mich interessieren hauptsächlich die ganzen Ausweise. Dieser gesamte Bereich enthält Apollos Stützsysteme und KI. Der Kern ist in der Mitte. Apollo hat Samuels davon abgehalten, die Abriegelung ferngesteuert aufzuheben. Aber sobald sie drin sind, wird Apollo dank Samuels zumindest mit ihnen sprechen. Hm. Dank Samuels, ja. Davon abgesehen, ich glaube, ich habe irgendwo einen Audiolog übersehen. Kann das sein? Ausharren. Ich glaube, ich habe einen Audiolog übersehen. Irgendwo, irgendwo da, wo ich in den Lüftungsschacht eingestiegen bin, um an eine Ausweiskarte ranzukommen. Ich glaube, da war auch ein Audiolog in der Nähe, den ich verpasst habe. Jetzt, wo ich so auf den Guide gucke. Aber ist ja nicht schlimm. Wir haben ja theoretisch schon die Trophäe. Ich werde mich trotzdem bemühen, so viele von den Logs wie möglich zu besorgen. Einfach nur der Vollständigkeit halber, damit ich hier so viel von der Story wie möglich mitbekomme. Okay. Und so viele Informationen beschaffen kann wie möglich. So, da war die Ausweiskarte. Und hier sind die nächsten beiden Kleinigkeiten. Morgen gemeinsam Nummer 3. Siegsans Reise in den Kolonialweltraum. Eine offizielle Chronik von Sebastian Sieg. Zuerst erschienen unsere Reise nach Sevastopol. Während ich Siegsan für den Aufbruch in den Kolonialweltraum rüstete, befand sich Sevastopol im Bau. Eine Station unvergleichbaren Potenzials, in perfekter Lage im Weltraum. Zu Beginn war Sevastopol eine Zollfreizone, gebaut von Lawrence Systech Development und finanziert durch unsere Freunde von Geofund Investor. Die Eröffnung der Station ging jedoch mit einem Umbruch im Weltraumrennen einher. Jahrelanges Versagen bei der Verwaltung sowie das Umleitung der Sol-Thedos-Flugroute führten dazu, dass Sevastopol die Stilllegung drohte.
Glücklicherweise stand Seek-San bereit, diese Station neue Energie zu geben. Wie vielen anderen. Wir erreichten Sevastopol im Jahre 2124 und machten sie zum belebten Weltraum-Drehkreuz von heute. Okay. Ich bin zu Apollo gekommen, um herauszufinden, warum die Syntheten verrückt spielen. Die Situation hier ist außer Hand geraten. Apollo hat die Kernverpflichtungen der Androiden umverteilt. Sie haben sich von den Wartungsarbeiten abgewandt, die wir nach Erhalt der Nachricht angefordert hatten. Hier ist überall Kühlmittel. Gas ist auch entwichen und der Hauptzugangsfahrstuhl hat sich abgeschaltet. Ich habe eine Anfrage auf Unterstützung gestellt, aber anscheinend stehe ich an 45. Stelle. Die Systeme sind auf einmal von Gefahreneindämmung besessen. Ich muss einen Weg nach unten finden. Spedding Ende. Okay. Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitreisenden. Hinterlassen Sie keinen Abfall. Also werden wir jetzt gleich mit einer schönen KI reden dürfen. Yay! Eine KI, die höchstwahrscheinlich bekloppt geworden ist. Gehe ich stark davon aus. Da geht doch gleich was schief. Schusswaffen registriert. Das ist doch wohl ein Scherz. Legen Sie Waffen auf dem Sicherheitsförderband ab. Hä? Wirklich? Och, muss ich? Alles? Fuck. Da will eine gewisse KI wohl kein Risiko eingehen, was? Caesar und Apollo bedanken sich. Jede Wette. Ja. Oh nein, mein Flammenwerfer... Nein! Oh. Tatsache, sie sind aus meinem Inventar verschwunden. Ich will die alle mit sämtlicher Munition wieder zurückhaben, wenn ich herausgehe. Wehe, wenn nicht. Besser. Du Sackgesicht. Meine Fresse, du bist doch nicht mehr richtig verkabelt. Apollo-Kern offline. Primäre Apollo-Systeme gesperrt. Ricardo, der Zugang ist blockiert. Die Schaubilder von der Sevastopol-Verkaufsvorführung sollten hier irgendwo sein. Suchen Sie nach einer Hintertür. Okay, subkutane Impfpistole. Oh, da. 4930. Okay, mal sehen. Da ist ein Energieleiter, der an den Apollo-Kern anknüpft. Den kann ich nutzen. Passen Sie da durch? Elektronik abschalten, tief durchatmen, zusammendrücken, Kinderspiel. Wenn Sie stecken bleiben, komme ich da nicht hoch, um Sie rauszuholen. Okay. 4930. Yay, Speicherstation. Läuft. Sich an einen stromführenden Leiter anzukuschen, könnte wehtun, oder? Ich muss ihn zuerst abschalten. Okay. In welche Richtung muss ich dafür? Nach oben. Schalten Sie die Stromleiter aus. Und da unten ist dann wahrscheinlich dieser Schacht. Okay. Kümmere ich mich erstmal darum. Okay. Gar nicht gruselig. Was haben wir denn hier alles? Nicht wirklich viel. Okay. Oh. Ah. Da macht ja schon jemand Licht für mich. Nett. Alter. Okay. Solange ich es hier nicht mit weiteren Androiden zu tun bekomme. Hallo. Griff hier. Etwas stimmt nicht mit Ihren Syntheten. Das Team, das ich zum Ausschlachten des unteren Wohnbereiches beordert habe, hat plötzlich angehalten. Sie haben irgendwas von Gefahreneindämmungsbefehlen gefaselt, haben versucht, in die Kontrollkabine einzudringen und sind dann einfach abgehauen. Ich weiß, dass ich ständig Beschwerde über diese unheimlichen, glatzköpfigen Schweinehunde einlege, aber diesmal kann ich beweisen, dass die nicht richtig verkabelt sind. Ich habe morgen eine Verabredung mit Ihrem Vorgesetzten Spedding und ich werde ihm ordentlich den Marsch blasen. Wenn er Ihnen dann den Marsch bläst, das kommt mit besten Grüßen von mir. Alles klar.
Ach ja, ich sollte auch noch einmal ganz kurz checken, was meine ID-Tags angeht. So, meine Zählerei erspare ich euch mal. Also, ich habe 35 und das ist genau die Anzahl, die ich jetzt mittlerweile haben sollte. Auch die Nostromo-Loks, von denen habe ich zwei Stück. Ja, ist auch akkurat. Insgesamt gibt es 10 in dem Spiel, also ich gehe mal stark davon aus, von den Nostromo-Loks werden wir gegen Ende des Spiels ordentlich noch welche kriegen. Muss ja so sein. Sicherheitszugangsgenerator. Was jetzt? Ach, wieder sowas. Okay. Bam. 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 Und bam. Easy. Ricardo, der Leiter Illustrator-Rechte ist gewährt. vorübergehend offline. Ich habe hier die Apollo-Schaltpläne vor mir. Sieht so aus, als könnten sie über den Turbinenschacht Zugang erhalten. Da müsste irgendwo eine Notabschaltung in der Nähe sein. Aber sie wird nicht ewig abgeschaltet bleiben. Sie müssen schnell da rein. Okay. Gut. Dann wird die Zeit hoffentlich noch ausreichen, um noch einmal zu speichern. Und noch einmal auf die Uhr zu gucken. Ah, okay. Gut, dann reicht es wohl erst einmal für diesen Part. Okay, Leute, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, wo wir sehen werden, ob wir Apollo erreichen und mit der KI einigermaßen gut sprechen können. Mal sehen, wie das laufen wird. Also dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.